Ja, Assalamu alaikum, Bruder Davut, wie geht's dir? Alhamdulillah, alaikum salam, Bruder. Wo sind wir hier? Wir sind hier an einem gesegneten Ort, inshallah, an einem See. MashaAllah. Und subhanallah, heute ist es sehr heiß. Ja. Und bevor uns irgendwie das Gehirn durchbrennt oder wir, weiß ich nicht, auf dumme Gedanken kommen oder der Shaitan uns packt, haben wir uns gedacht, gönnen wir uns mal inshallah eine kleine Abkühlung, damit der Kopf auch wieder frei wird, damit wir wieder besser Dawa machen können. Und jetzt möchte ich euch mal ein bisschen neidisch machen. Bruder, wie heiß ist es denn jetzt? Allahu alam, wo ich das letzte Mal heute auf die Temperatur geguckt habe, war es ungefähr 32 Grad. Ja. Jetzt weiß ich nicht, um die 30 Grad, Allahu alam. Mashallah. Und ja, meine lieben Brüder. Wonach ist dir jetzt, Bruder? Also mir ist jetzt einfach nur danach, wie ein Delfin ins Wasser zu hüpfen. Und dann genau das will ich jetzt mit Allahs Erlaubnis tun. Bismillah. Allahu akbar. Masha. Und wie ist das Wasser? Subhanallah, das ist wunderschön. Ihr tut mir echt leid, jetzt ihr, die jetzt am PC sitzt, weil das ist die absolute Erfrischung. Mashallah, Bruder, möge Allah dich segnen. Ich auch, Bruder. Amin. Ja, Bruder, wie findest du das, dass wir ab und zu mal auch solche Sachen unternehmen als Dauergruppe, als Dauerteam, dass wir uns nicht unbedingt nur auf das eine beschränken? Barakallahu fiq, alles Lob gebührt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist wirklich eine riesige Barmherzigkeit, Alhamdulillah, und ich liebe euch für Allah. Und es ist wirklich eine gute Sache, dass wir sowas machen. Und ja, diese Sache ist einfach, dass es eine große Brüderlichkeit ist. Und jetzt durch diese Dawah, die wir machen, Allah hat uns noch näher zusammengeschweißt. Und man hat ja auch gesehen, diese heißen Tage haben uns auch ein bisschen, muss man auch eingestehen, haben uns ein bisschen zu schaffen gemacht. Ja. Das Fasten war natürlich nicht, war kein Zuckerschlecken, wie man so schön sagt. Und da tut es auch mal gut, Alhamdulillah, so sich eine kleine Erfrischung zu gönnen, eine kleine Pause, damit wir halt, wie gesagt, wieder neue Motivation haben, damit wir wieder klar denken können und uns weiter konzentrieren können auf die Dauer, inshallah. Und möge Allah euch segnen, möge Allah uns beschützen, möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Geschwister, all unsere Brüder und Schwestern beschützen und sie befreien aus dieser Sklaverei, aus dieser Tyrannei. Amen. Denn wir sitzen hier, subhanallah, und es tut auch in unseren Herzen weh. Denkt nicht, wir sehen das nicht. Denkt nicht, nur weil ich jetzt hier gerade ins Wasser gesprungen bin und ein bisschen Spaß gehabt habe, dass ich denke nicht, dass wir unsere Brüder und Schwestern vergessen, weil ihr müsst es so sehen, liebe Brüder und Schwestern, wie wir jetzt hier vielleicht sitzen an diesem kleinen Strand, so ist es vorgekommen vor einigen Tagen, dass in Palästina einige unserer Brüder Kinder am Strand gespielt haben und am Strand von Bomben getroffen wurden und erschossen wurden, und man hat diese Bilder und Videos gesehen, diese armen, unschuldigen Kinder, wie sie dort am Strand liegen. Sie haben gerade Fußball gespielt und wurden überrascht von Granaten, und subhanallah, das blutet in unserem Herzen. Und wir müssen erstens Allah danken, subhanallah, dass wir hier so in Freiheit sitzen dürfen, ohne dass uns jetzt gerade eine Bombe auf den Kopf fällt. Und zweitens, wir dürfen das nie vergessen, wie schlecht es unseren Brüdern und Schwestern geht in anderen Ecken der Welt. Und das von mir, von meiner Seite. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Tyrannen und Unterdrücker vernichten. Amin. Amin. Und unsere Brüder und Schwestern beschützen und befreien aus dieser Tyrannei. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.